Geh kaputt. Zur Bergung markiert. Hi. Schweißelektronen. Noch mehr. Ob die mich angreifen, wenn ich nichts tue? Ja. Oder auch nicht. Aber wir müssen dahin. Na komm. Ich hätte gerne Munition. Habe ich das echt mit so wenig Munition geschafft jetzt gerade? Moment. Wert gering. Ich habe keine Muni mehr. Alles nehmen. Da ist meine Munition. Na, willst du wieder in der Kaka rum? Zack. Oh, oh. Halleluja. Gute Arbeit. Was war das denn für ein Viech? Nadi. Auf nach da oben. Kann es sein, dass dieser Planet stark metallisch ist? Halleluja! Oh oh! Na komm. Dieser Typ. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Behälter. Einfach mal alles mitnehmen. Der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Ah. So. Da gibt's nichts.
Die Frage ist, will ich jetzt wirklich nach sämtlichen Trümmerteilen suchen? Da ist eindeutig schneller. Und ich glaube, wir müssen da sowieso wieder den Berg hoch. Bei meinem Glück. So. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Wo gehen wir zuerst hin? Ich glaube, wir gehen dahin. Ist einfach näher. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Na, 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 nie, li, li, li. So. Dahin, oder? Wir gehen zuerst dahin. Naja, das war ja schon mal fast richtig. Zack. Scheiße, ist das grün hier. Ich spüre schon, wie meine Allergien wieder aufflammen. Wir sind 2 Millionen Lichtjahre von zu Hause entfernt. Und Sie haben Allergien? Keine Ahnung. Vielleicht schlägt auch nur mein Spinnensinn an. Allergien. Oh. Soll ich direkt nach da? Würde sich eigentlich anbieten. Aber da geht gerade so viel ab. Komm schon, Feuer! Na, da geht's. Da-da-da-da-da-da-da-da. Boah, ich liebe das so hier in der Schemris. Schemris! Irgendwie hatte ich jetzt was Cooles erwartet. Große fette Miezekatze. Ich glaube, das war's. Meine coole Drohne. So eine coole habt ihr nicht. Denn meine coole Drohne. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. So, Schweißelektroden. Sollen wir jetzt dahin gehen? Komm, wir gehen da. Oder was ist da? Ich habe nicht mehr so viel Munition. Ey, ich wollte nur kurz mal Kopf kratzen. Sie haben ungenutzte Forschungsdaten. Ich bin mitten im Kampf und die kommen mit Forschungsdaten. Leute, das könnt ihr doch nicht bringen. Irgendwas, was in den Büschen umherkreucht und fleucht. Oh Jesus, wie will ich denn da... Bis ich da unten angekommen bin, bin ich tot. Oh. Ist ein Witz, oder? Ist das hier irgendwo? Das muss noch ein bisschen... Da oben muss das sein. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Oh. Hier?
Bin ich... Jetzt ist es weiter unten. Moment. Nein, gib mir die Karte. Wo habe ich Karte? Da ist Karte. Da unten. Och, Mann. Und ich, der im Lack, frag mich, was das ist. Ja, da müssen wir doch runter. Ja, oh Mann. Ui. Hallöchen. Schnell in Sicherheit bringen. Hey, ihr kleinen Blaubeeren. Ich weiß nicht, ob die blau sind. Ich sag's jetzt einfach mal. Das klingt schon wieder nach nicht gut. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich keine Munition mehr habe? So. Alle erwischt. Schön, wenn es so wäre. Könnten wir jetzt bitte nochmal über Munition reden? Haha! Wir haben erfolgreich über Munition geredet. Oh. Ich sehe nichts. Rennt. Pathfinder zuerst. Mamma mia. Okay. Da habe ich mich kurz erschreckt. Aber hallo, wer rechnet denn auch damit, dass so ein Viech plötzlich hinter einem steht? Ja. Oh ja, noch so ein kleiner T-Rex. Wir haben ja noch nicht genug. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei diesen Dinos die Schwachstelle mehr an den Körper liegt. Ich mache mehr Damage am Körper als am Kopf. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Was haben wir da hinten? Irgendein Swimmingpool? Nein, jetzt habe ich mich verdrückt. Huch. Schmiermittel. Einfach alles erstmal mitnehmen. Wird später alles sondiert. So, was haben wir da? Gravitationsschacht. Ich nehme mal stark an, wir kommen nochmal auf diesen Planeten. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, auf Eos waren wir jetzt auch schon. Also nochmal, nicht schon. Ihr wisst ja, was ich meine. Hoffe ich. Hier haben wir zwei, da haben wir eins. Wir gehen zuerst da lang. Zuerst hier entlang. Schababababum. Trümmer der Arche Nathanus. Zur Bergung markiert. Latatatitati. Ich würde mal fast sagen, das sieht nicht gut aus für diese Turianer.
Hier ist nicht viel übrig. Einfach alles in... Nein! Och Mann, ich drück immer eins zu weit. Ich will... Der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Diese Steuerung, ne? Die bringt mich noch eines Tages um der letzte Nerv. Da willst du G drücken, drückst du H. Und da willst du schließen, drückst du Escape. Und öffnest das Menü. Ah! Willst du das hier schließen? So, Leute. Ganz ruhig. Es muss keiner sterben. Nickel! Die Werte zeigen, dass alle turianischen Wrackteile auf Habal gefunden wurden. Gut. Sag unseren Bergungsteams, sie sollen sich an die Arbeit machen und sie abholen. So, was jetzt? Was geht denn hier wieder ab? Helios? Nee, priorisierte. Ephra. Nein. So, mache ich das zu. Dann kann ich nämlich zurück zur Tempest. Zur Tempest. Zur... Wieso kann ich nicht zur Tempest? Ah, jetzt geht's. Ich wollte schon sagen, wieso kann ich keine Schnellreise machen? Das ging doch eben auch. So. Wie cool und lässig wir hier stehen. Auf geht's! Wir verlassen jetzt Habal. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Diese geile Startsequenzen, ne? Von sowas bin ich ja echt ein Fan. Da haben sie mich ja schon wieder gecatcht. Was war das für eine Linie? Für so eine Galaxielinie? Jean sagt, Ephra wartet auf ihren Anruf, Pathfinder. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Dankeschön. Ach du Scheiß. Hier war ich. Ich habe einen Plan. Von Liam. Könnten Sie bei Gelegenheit mal kurz vorbeikommen? Ich habe eine Idee, die ich Ihnen präsentieren will. Die Sache könnte allen dabei helfen, mit dem ganzen Wahnsinn um hier umzugehen. Neuigkeiten von EOS. August Bradley, Pathfinder. Ich könnte Ihre Hilfe bei einer Sache brauchen, an der Haney arbeitet. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, also lasse ich es Sie selbst erklären. Sie brieft Sie, wenn Sie hier sind. Kommunikation von Yal. Pathfinder Rider von der menschlichen Initiative. Ephra, der Anführer unseres Widerstands, hat mich privat kontaktiert. Er ist extrem beeindruckt, dass wir unseren Wissenschaftlern auf Haval helfen konnten. Und ich habe ihnen wissen lassen, dass sie eine zentrale Rolle dabei gespielt haben. Vielleicht hat er ihnen all das schon gesagt, aber wie ich Ephra kenne, hat er es wahrscheinlich nicht. Was mich angeht, habe ich viel über Vertrauen gelernt. Diesem Team anzugehören und mich dafür zu öffnen, ihnen und den anderen zu vertrauen. Ich habe gelernt, dass Vertrauen eher ein Gefühl ist als eine Wissenschaft. Und es scheint eine universelle Wahrheit zu sein. Universell, verstehen Sie? Falls es Sie interessiert, von Lexi. Hallo Ryder, angehängt finden Sie meine kroganische Vitalität und Aggressivität über Krogana, die ich erwähnt habe. Ich weiß, es sind nur 500 Seiten, aber länger durfte sie nicht sein. Wenn Sie damit durch sind, habe ich noch eine umfangreichere Version für das Citadel-Fachblatt für Medizin. Etwa 1400 Seiten, die viel mehr ins Detail geht und Darstellungen des Paarungsvorgangs enthält. Warum sollte mich das Paarungsverhalten von Kroganern interessieren? Ich weiß nur, dass die rammeln wie die Karnickel. Ja?
Okay, hallo Ryder. Im Rahmen meiner Aufgabe, für das körperliche und geistige Wohl der Crew zu sorgen, sende ich Ihnen hiermit einige Tipps für eine ausgewogene Ernährung, da Sie sich jeden Tag ausgiebig körperlich betätigen